kurdische Kampfgruppen sind im Nordosten Syriens mit gepanzerten Fahrzeugen und großer Truppenstärke in das Flüchtlingslager Al-Hol eingerückt. Rund 5000 Einsatzkräfte sind beteiligt. In dem Lager leben mehr als 50.000 Menschen, darunter kurdischen Angaben nach viele Angehörige von Mitgliedern der Miliz Islamischer Staat sowie IS-Getreue. Diese seien teils ausländischer Herkunft, hieß es. Kurdischen Angaben nach findet der Einsatz unter der Federführung des internationalen Militärbündnisses unter Leitung der US-Armee statt. 30 Personen wurden bisher festgenommen. Es wird erwartet, dass der Einsatz noch mindestens eine Woche andauern wird. Den Vereinten Nationen zufolge sind in dem Lager in Al-Hol seit Jahresbeginn 42 Menschen ermordet worden, allein 16 seit Anfang März. Die Taten sollen auf das Konto von IS-Mitgliedern gehen. Zuletzt war auch vom gewaltsamen Tod von zwei Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren berichtet worden. UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, fordert, in Al-Hol lebende ausländische Kinder in ihre Herkunftsländer rückzuführen.